Tag. Guten Tag, mein Herr. Sie wünschen bitte. Ja, das ist schwer zu sagen. Das ist schwer zu sagen. Ein schweres Wort, ein lateinisches Wort, ja? Lateinisch, ja. Das fällt mir nicht mehr ein. Na ja. Vergessen. Naja, wir kommen schon drauf. Haben Sie ein Rezept? Ja, ein Rezept habe ich schon. Aber nein, ich meine, was fehlt Ihnen denn eigentlich? Ja, das Rezept fehlt mir. Das Rezept fehlt mir. Ja, sind Sie krank, ja? Ich nicht. Warum schaue ich so aus? Nein, absolut nicht, aber das muss ich ja schließlich wissen. Gehört diese Medizin für Sie oder für eine andere Person? Nein, für mein Kind. Mein Kind ist krank. Ach so, Ihr Kind ist krank, ja. Was fehlt diesem Kind? Ja, dem Kind fehlt eigentlich die Mutter. Ah, wie traurig. Das Kind hat gar keine Mutter. Schon, aber nicht die richtige. Ja, also dann eine Stiefmutter. Ja, die Mutter ist stief statt richtig. Und deshalb muss sich das Kind wahrscheinlich erkältet haben, nehme ich an. Aha, hustet das Kind sehr, ja? Furchtbar, husten weniger, aber schreien tut's. Nein, ja, dann haben wir's ja. Dann hat das Kind eben sehr große Schmerzen. Freilich muss Schmerzen haben, aber das Kind sagt nicht, wo es die Schmerzen hat. Jetzt habe ich gesagt, pass auf, wenn's du schön sagst, nicht, wo du die Schmerzen hast, dann kriegst du später einmal, wenn du mal älter bist, ein wunderbares Motorrad. Ja, und? Das Kind sagt es nicht, es ist so verstockt. Ja, wie alt? 6 Monate schon. Na, mit 6 Monaten kann doch ein Kind noch nicht sprechen. Sprechen braucht es ja gar nicht, wenn es wenigstens deuten wird. Wenn sie könnte doch deuten, das Kind, wo es ihr weht, oder da, wo es ihr weht, dass man weiß, wo sich der Krankheitsofen befindet. Ofen? Was für ein Ofen? Dass man weiß, wo der Krankheitsofen steckt. Sie meinen den Krankheitsherd? Naja, Herd oder Ofen, so. Das ja. Ja, hat die Finger immer im Mund stecken. Ja, seit neuerer Zeit hat sie immer die Finger so im Mund. Na, sehen Sie, dann haben wir es. Dann bekommt das Kind die ersten Zähne. Zähne, so? Von wem? Ja, von der Natur. Von der Natur, na, das kann schon sein. Das kann schon sein, aber das ist doch... Das Kind wird krank sein, nicht? Und muss krank sein. Ja, das Kind ist krank und hat die Frau, meine Frau, gesagt, gehst in die Apotheke und holst das... Einen Kamillentee, wird sie gesagt haben, ja? Nichts zum Trinken. Es war so ein Wort, so ein... Er sagt, vielleicht hat das Kind Würmer. Und das dürfen wir ja sehen. Würmer dürfen wir ja sehen. Ich meine innen. Innen? Wir haben das Kind doch nicht innen hingeschaut. Ja, ne? Mein lieber Herr, das ist natürlich eine schwierige Sache für einen Apotheker, ja, wenn er nicht erfährt, was der Kunde überhaupt will. Sie sind ja gar kein Apotheker, Sie sind ja Fräulein Apothekerin. Meine Frau hat gesagt, wenn es dir wirklich nicht einfällt, dann sollte in der Apotheke das Mittel, dann sagt einfach ein schöner Gruß vom Kind, vielmehr von der Frau. Und das Kind kann nicht schlafen, weil es immer so unruhig ist. Ja, unruhig? Unruhig. Unruhig ist das Kind. Ja, so. Ja, dann brauchen Sie eben ein Beruhigungsmittel. Wie teuer kommt das jetzt? Ja. Na, für ein Kind schließlich ist es ja nicht. Ja, dann nehmen Sie am besten Isopropyl, Propenyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon. Was sagen Sie? Nehmen Sie am besten ein Isopropyl, Propenyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethyl, Dimethylaminopyrazolon. Wie heißt das? Ach du lieber Gott. Isopropyl, Propenyl, Barbitursaurus, Penil, Dimethylaminopyrazolon. Ja, so heißt's. Das ist es. Na ja, Gott das. Sei Dank. Bin ja, das ist so ein einfaches Wort eigentlich, ne? Und man kann es doch nicht merken. Ne?